Hey Leute, Quacko hier. Ich möchte mich zuerst mal bedanken bei 80 Abonnenten. Echt krass, danke dafür. Und auch danke, dass ihr so aktiv meine Videos verfolgt und liked. Ihr könnt das gerne weiterhin so machen. Naja, ich denke, ich habe schon wieder genug geredet. Fangen wir einfach mal an mit dem Video. Das heutige Thema des Videos lautet, wer ist bzw. war Haku? Haku ist die rechte Hand Yubabas und nimmt dadurch eine führende Rolle im Badehaus ein. Er ist ein Flussgott, der in der Gestalt des weißen Drachen Ryu auftreten kann. Reden wir mal ein bisschen über Hakus Persönlichkeit. Dem Bediensteten des Badehauses gegenüber verhält Haku sich sehr kalt, daher ist er nicht sonderlich beliebt. Man sagt, dass er böse Dinge für Yubaba tue. Jedoch zeigt er Chihiro gegenüber viel Hilfsbereitschaft und Sympathie. Er ist von Natur aus altruistisch, da er sogar sein Leben aufs Spiel setzt, um das Leben anderer zu retten. Er kennt keine Furcht, wenn er sich für Gerechtigkeit und das Leben anderer einsetzt. Diese Eigenschaft zeigt sich deutlich am Ende des Films. Er war jedoch auch töricht, als er das Zauberhandwerk lernen wollte von Yubaba. So wurde er nicht nur Yubabas Handlanger, sondern auch ihr Sklave. Haku ist Yubabas Lehrling. Er wird von ihr kontrolliert, indem sie ihn seines Namens beraubte und ihn damit schwarzen Wurm injizierte. So wird Haku zu ihrem gehorsamsten Diener. Sein wahrer Name ist Niji Hayami Kokonushi. Haku kann sich zuerst nicht an seinen wahren Namen erinnern, da der Fluss, für den er steht, bereits zugeschüttet worden ist. Niji Hayami ist ein Verweis auf das Adelsgeschlecht Niji Haya Hinomiko und Kwako heißt so viel wie der Fluss. Kamaji kennt Haku, seit er sich bei Yubaba als Lehrling beworben hat. Kamaji hatte ihn gewarnt, aber Haku war der Meinung gewesen, nichts Besseres bekommen zu können. Kamaji ist davon überzeugt, dass Haku und Chihiro ineinander verliebt sind. Dies behauptet er zumindest. Als Haku nach seiner Rettung sich gar an Chihiros wahren Namen erinnert, obwohl er seinen eigenen Namen vergessen hat, wird dies etwas deutlich, also der Akt der Liebe. Haku scheint eine enge Bindung zu Kamaji zu haben, da er ihn immer mit Großväterchen anspricht, aber mehr ist nicht bekannt. Noch ein kleiner Nebenfakt. In der originalen japanischen Version droht Yubaba Chihiro, wenn sie ihre Eltern nicht unter den Schweinen finden kann, wird sie Haku umbringen und in Stücke zerhacken. In anderen Übersetzungen, wie zum Beispiel in der deutschen, heißt es stattdessen, dass Chihiro ewig im Badehaus bleiben muss. Es war eigentlich auch vorgesehen, dass Chihiro und Haku sich küssen würden. Ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass sie sich am Ende umentschieden haben und sie sich nicht geküsst haben. Ich meine, sie haben ja manchmal schon auf ihre eigene Art und Weise rumgeflirtet und sich liebevoll angeschaut. So wie Chihiro und Haku sich angeschaut haben, habe ich in meinem echten Leben noch nie ein echtes Ehepaar bzw. Liebespaar gesehen. Deswegen, wie erwähnt, echt schade, dass sie sich nicht geküsst haben. Wegen Hakus Namen kam ich auch auf meinen YouTube-Nickname und auf meinen normalen Nickname, Kwaku. So Freunde, das war's schon zum Video. Ich hoffe, ich konnte euch den Charakter Haku bzw. Niji Hayami Kokonushi ein bisschen erklären und dass ihr nun mehr etwas herausgefunden habt über ihn. Wenn euch so eine Art des Videos gefällt, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Ich sag dann mal ciao und euch schönen Tag noch.